jüngsten Brände in Kalifornien sind, gelinde gesagt, sehr merkwürdig und verdächtig. Es gibt bestimmte Gebiete, die verbrannt sind, als wenn Energie auf Dinge gerichtet wurde. Auf Aufnahmen von Drohnen, welche nach den Bränden gemacht wurden, sehen wir Häuser, die vollkommen ausgelöscht und in Asche verwandelt wurden, während die umgebende Landschaft und Bäume völlig in Ordnung sind. Hier ein Ausschnitt von Serbian Conspiracy, den Link findet ihr in der Beschreibung. Du wirst feststellen, dass die Geschäfte und Restaurants ausgelöscht wurden, während andere Dinge vollkommen in Ordnung sind. Andere Gebäude sind intakt, Bäume sind unberührt. Bestimmte Dinge sind jedoch vernichtet. Du solltest dich fragen, was ist da los? Wie gelangte das Feuer zu diesen bestimmten Gebäuden? Aber die umgebenden Gebiete schauen normal aus. Ist dies das Ergebnis von Energie oder Strahlenwaffen, die bei einem Ziel Schaden anrichten, indem sie hochkonzentrierte Energie ausstrahlen? Die Antwort ist höchstwahrscheinlich ja. Die meisten Leute sind jedoch der Ansicht, dass Waffen wie diese nur Science Fiction sind, wie man sie beispielsweise in Filmen wie Austin Powers sehen kann. Ladies and Gentlemen, wir stehen nun am Beginn von Phase 2 unseres bösen Projekts. Oder ist es Phase 3? Stellenweise bin ich verwirrt. Wie auch immer. Das ist die Phase, in der wir einen riesigen Laser auf dem Mond platzieren. Wie Sie ja wohl wissen, umkreist der Mond die Erde. Etwa so. Wenn nun der Mond die entsprechende Ausrichtung zur Erde erreicht hat, erlauben wir uns, Washington DC zu zerstören. Wie dem auch sei, der Schlüssel zu dem Plan ist der riesige Laser. In Wirklichkeit ist die Existenz von Energiewaffen bestätigt und dokumentiert. Wissenschaftler haben an diesem streng geheimen Projekt seit 1974 gearbeitet. Dieser Laser ist in der Lage, die Kraft der Sonne freizusetzen. Genug Energie, um jeden Haushalt der USA zu beleuchten oder die Menschheit zu vernichten. Wir können diese Hochenergie für eine sehr kurze Zeit auf einen sehr kleinen Punkt konzentrieren. Und wenn das geschieht, bekommen wir die Bedingungen, die sehr wahrscheinlich in der Sonne herrschen. Also, hast du es gehört? Hier nun ein Clip vom YouTube-Kanal In Truth by Grace. Der Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Das ist kein Kohlenstofffeuer. Das ist der weltweit einzige Brand, der als Waldbrand bezeichnet wird, bei dem der Wald nicht brannte. Der Wald brannte hier nicht. Das ganze Glas ist geschmolzen. Alle Baumaterialien und Strukturen der Häuser sind verschwunden. Es gibt hier ein paar verbogene Stangen, aber absolut keine Materialien. Die Häuser sind nicht eingestürzt, sie sind verschwunden. Die Materialien zum Bau dieser Häuser sind weg. Ich möchte euch erst einmal zeigen, wo diese Brände waren. Denn ihr werdet es so wie ich nicht wissen, wo diese 14 Brände waren. Wie konnten 14 verschiedene Brände in so einem großen Gebiet entstehen? Also Leute, das ist nicht normal, so geht das nicht. Diese Häuser sind nicht eingestürzt, diese Häuser haben nicht gebrannt, diese Häuser sind verschwunden. Es ist nichts übrig. Nicht einmal eine Kloschüssel oder eine Badewanne. Dies ist eines der Fahrzeuge aus dem Brand. Du wirst feststellen, dass dieses Glas hier einen Schmelzpunkt oder besser Transformationsbereich von ca. 1500 Grad Celsius hat. Es geht um Hochofentemperaturen, um Glas flüssig zu machen. Glas schmilzt nicht von alleine. Offene Feuer lassen diese Art von Komplettverbrennung von Material nicht zu. Wie bauen Sie einen Laser mit solch einer vernichtenden Kraft? Durch die Bündelung einer Reihe von 192 Lasern und mittels Richten auf ein Wasserstoffkügelchen in der Größe von Luftgewehrmunition. Diese 192 Laser sind durch eine Vielzahl an Rohren miteinander verbunden, die sich durch dieses riesige, zehnstöckige Gebäude winden, das die Größe von 3 Footballfeldern hat. Ziel ist es, alle 192 Laserstrahlen auf einmal abzuschießen. Jeder Strahl beginnt schwach, so in etwa in der Größenordnung wie der Laser in deinem DVD-Spieler.
Wenn sie jedoch durch das komplexe Gewirr von Rohren wandern, verschmelzen sie zu einem Superstrahl. Der Superstrahl generiert 500 Terawatt an Energie in 2 Billionstel einer Sekunde, was etwa das 500-fache der höchsten Ausgangsleistung der USA entspricht. Wenn das Licht auf die Wasserstoffkügelchen trifft, kocht es dieses auf über 4 Millionen Grad Celsius. Tatsache ist, wir haben es tatsächlich hier mit Strahlenwaffentechnologie zu tun. Wie sonst würde dieser Baum von innen Feuer fangen? Eine gespenstige, jedoch faszinierende Szene von den Waldbränden in Sonoma County. Ein Mann kam an einem von innen nach außen brennenden Baum vorbei. Matthew McDermott fuhr während der Suche nach Fluchtwegen umher, als mehrere Feuer ihn in seinem Gebiet umringten. Der Baum scheint von der glühenden Asche und den Flammen ausgehöhlt zu sein. Genau. Du kannst es selbst nachschauen. Es ist überall in den Nachrichten. Baum von innen heraus in Flammen. Es passiert nur, wenn Bäume vom Blitz getroffen werden, der selbst gebündelte direkte Energie ist. Alles ist außer Rand und Band. Wirbelsturm auf Wirbelsturm, die auch vom Menschen erzeugt und kontrolliert werden können. Und nun das? Und wie gerufen kommt jetzt der Film Geostorm in die Kinos, der einiges an Wahrheit enthält. Wir können das Wetter kontrollieren. Er enthält jedoch hauptsächlich Propaganda über einen angeblichen Weltraum. Der Rat der Senatoren hört nun Jacob Lawson an, Chefklimakoordinator der Internationalen Raumstation ISS. Man möge festhalten, dass er fast eine Stunde zu spät erscheint. Ja, das tut mir leid. Ich musste regelrecht direkt vom Weltall aus einfliegen. Sind all diese Dinge eine Ablenkung von dem Massakerschwindel in Las Vegas? Wahrscheinlich. Heutzutage scheint alles eine Ablenkung von etwas anderem zu sein. Frisch, vital, aktiv. Der Zynismus von früher ist passé. Wir haben wieder Vertrauen zu unserer politischen Führung. Wir sind optimistisch, was unsere gemeinsame Zukunft betrifft. Es läuft alles auf unsere Fähigkeit hinaus, Dinge zu akzeptieren. Wir brauchen keinen Pessimismus. Unser Volk muss die Gunst der Stunde... Ich hab schon kapiert, so läuft also der Hase.